Wir sind unterwegs von Bugali aus am 3. Oktober. Sie schläft schon. Und ja, erstmal Richtung Furgu, dann aufs Gugilihorn. Hier sind wir vom Meer zum Seehorn hoch. Wir sind in Furgu, waren super schnell, eine Stunde 15. Ja. Jetzt weiter. Dort lang. Dort hoch. Schön. Eine wunderschöne Wanderung. Und hier muss es gleich irgendwo hochgehen. Nicht mehr weit. Bei Punkt 2083. Ja, super schön im Herbst zu wandern. Wir sind am Gipfel. Ah, hier war es echt steil hoch. Boah, gar kein Weg. Erst eine Fahrradspur. Ich glaube, es war eine Ziegenspur. Oder weiß ich auch nicht. Das ist das See auch nochmal. Und hier. Oben. Aber ich glaube, das ist der Chuk Matterhorn oder so. Das nächste. Wer ist das? Wo wir hinwollen. Naja. Alles gut. Ah, schön. Geschafft. Ah, geschafft. 1100 Höhenmeter. 2 Stunden 37. Schön. Hey, ja, am Riesenstein mal. Ja, zurückgehen wir aber da lang. Spur ist besser. Ausgetretener. Hey. Und die schönen Berge hier. Das ist toll. 3. Oktober. Schön. Weißmies. Da war ich letztens. Da kommen wir lang. Ja. Hier waren noch Stäumchen und da ist jetzt das Gugilihorn. Wir waren vorher waren wir auf dem Chuk Matterhorn. Papa. Ja. Papa. Papa ist da vorne, ja. Papa. Da ist er. Der Papa, die Nein. Nein. Da ist Cora. Papa, nein. Schöner Weg hier oben. Nur der Ausstieg zum Chuk Matterhorn war nicht ganz so schön. Aber wir gehen den besseren Weg runter. Da. Da. Was ist da? Steine. Landkartenflechte. Aber ja. Auf, auf. Machen es hier wieder rein, damit es nicht wegfliegt. Das Gipfelbuch. Das Gipfelbuch am Gugilihorn. Jetzt sind wir endlich oben. Wir auf. Und das ist eine Station. Schöne Aussicht. Wir auf. Ja. Wieder auf. Wieder auf. Ja, wunderschön. Ja. Schönen Herbsttour. So, da oben waren wir auf dem Gugilihorn. Jetzt sind wir runter. So in Gras und Geröll. Und da ist wieder der Weg. Jetzt gleich besser. Hast du einen Stock, Cora? Ist dein Stock? Cool. Papa. Papas Wanderstock. Eine. Eine. Cora möchte alleine laufen. Ja, wieder aufstehen. Aufstehen. Aufstehen, einfach aufstehen. Nee. Ist nicht schlimm, Hände ab. Ja, genau. Und weiter. Hallo, Cora. Ja, wir sind zurück in Gabi. Nach knapp 7 Stunden, 1350 Höhenmeter. Ah, schön. Hoch. Ja.
Da ist noch Sonne oben auf den Bergen. Da ist Gabi. Das heißt, der Ort heißt so. Gabi. Und, was warst du mit Papa, Mama? Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht, Cora? Wandern. Genau, wandern. Schön, ne? Schön, ja. Super Herbstwanderung, echt schön. Die, ha? Da, da. Ja, wir sind gleich am Auto wieder. Wir sind zurück in Gabi und waren schön wandern. Fast 7 Stunden.